ist, was ich sage. Okay, einen Moment, warte Sie mal, ich weite Sie leider an meinen Kollegen. Du weitest mich leider? Ja. Ja, ist das überhaupt nicht verstanden, was ich sage, Mann? Hallo? Halt aus. Hallo? Ey, wer ist da? Hallo, einen schönen guten Tag. Tag. Mein Name ist Kevin Meissner. Wie kann ich Ihnen helfen? Weiß ich nicht, Sie haben mich angerufen. Kollegen? Ja, der versteht überhaupt nicht, was ich sage. Was lasst ihr für Leute ans Telefon? Aha, verstehe. Also, wir sind Mitarbeiter der MFX Global Markets. Das ist eine Online-Handelsfirma. Wir übernehmen für Kunden die Rolle eines Börsenbrokers und versuchen, Gewinne für beide Seiten zu erringen, wie für Sie als Kunde, so auch für uns. Ja, guck mal, geht doch. Provision. Geht doch. Was meinen Sie? Nee, der andere, mit dem ich gerade gesprochen habe, der hat überhaupt nichts verstanden und hat nur einen Zettel vorgelesen. Ja, ich meine, der ist ja auch Ausländer, ist ein Praktikant, also der ist ganz vor kurzem dabei. Entsprechend hat er mich gebeten zu helfen, hoffentlich mache ich das auch. Ja, kein Thema, es geht ja um viel Geld, Mann, da muss ich doch verstehen, was der andere von mir will. Ja. Ich bestelle ja bei dem keinen Kaffee oder so. Es geht ja noch nicht um viel Geld, weil entsprechend er hat die Rolle des Kontoberaters. Seine Aufgabe ist es nur bloß, den Kunden zu verhelfen, das Handelskonto zu aktivieren. Mhm. Danach bekommen sie dann schon ein Gespräch mit dem Experten, die Handelsstrategie besprechen wird. Oder entsprechend, wenn sie sich für das automatisierte System entscheiden, dann wird ihnen der Handelsroboter erklärt und so weiter. Sie haben sich vor einiger Zeit angemeldet, zumindest hatten sie Interesse für das System, also wie gesagt, ich übernehme jetzt die Aufgaben meines Kollegen. Erstens, wenn Sie sich positiv entscheiden, schicke ich Ihnen einfach die nötigen Daten, um die Einzahlung vorzunehmen und entsprechend zu der Eröffnung des Handelskontos zu kommen. Wenn Sie irgendwelche Basisfragen haben, werde ich Sie vielleicht entsprechend beraten. Das ist gut. Hallo? Jetzt höre ich nichts mehr, Kollege. Naja, hallo. Nee, ich bin hier. Ach so. Wie gesagt, also ich heiße Kevin Meissner. So, sagen Sie mir kurz, wie sind Sie auf die Idee überhaupt aufmerksam geworden, was mit Online-Trading zu tun zu haben? Na, ich habe ein bisschen was geerbt und wollte gucken, wo man so, sagen wir, ein bisschen investieren kann. Aber bei der Bank kriegst du ja nichts, ne? Das kannst du ja vergessen. Die nehmen dir das eher noch weg. Eben. In letzter Zeit ist es so. In den letzten Jahren, meine ich. Ist so, ich kann mich nicht erinnern, dass das mal anders war. Der Opa hat immer erzählt, früher hat man nur so 3-4% gekriegt, aber das kannst du ja vergessen. Im Moment leider ja. Ich habe mich ja vorgestellt, wie gesagt, Kevin Meissner heiße ich. Wie kann ich mich an Sie wenden? Sagen Sie mir bitte. Dimitri, ich bin Dimitri. Ja, Dimitri, kann ich Sie beim Vornamen nennen? Na klar, klar. Okay, gut. Wir wollen uns hier ja vertrauen können, wa? Das ist ja Sinn der Sache. Eben, deswegen. Gut, ist ja nicht böse gemeint mit dem Kollegen, aber bringt ja nichts, wenn ich den nicht verstehe, ne? Nee, auf jeden Fall. Nee, also wir nehmen mal ab und zu mal so Leute zu uns, um ihnen was beizubringen, eine Chance zu geben. Aber gut, dass sie uns verstehen können, das ist auf jeden Fall toll. Ich möchte Ihnen ganz kurz erklären, wie wir meistens vorgehen mit neuen Kunden. Aha. Die Sache sieht folgendermaßen aus. Also wir haben zwei Abteilungen. Erste, das ist hier bei uns. Entsprechend, wir bieten im Grunde zwei Wege der Investitionen an. Erstens, Sie können zusammen mit dem Finanzberater, mit den Finanzanalysten auch nach und nach selbstständig an der Börse handeln. Aha. Das ja braucht natürlich etwas Zeit, die Sie einzuwenden brauchen. Und ab und zu bringt das mehr Gewinn, ist aber etwas mehr riskant.
wenn Sie weniger riskieren möchten, einfach mal das System ausprobieren, mal schauen, wie das funktioniert, haben wir den Handelsroboter. In Wirklichkeit sind wir ziemlich stolz drauf, weil ja, da steckt ziemlich viel Arbeit, Analyse und so Programmierarbeit dahinter. Ist das so ein KI-Ding? Ständig verbessert. Genau, genau. Ah. Das ursprünglich basierte das auf der öffentlich zugänglichen MetaTrader 5 Software. Wir haben so exklusiv ein Plugin dazu entwickelt, das tatsächlich mit Hilfe von künstlicher Intelligenz die ganz schnelle Analyse des Finanzmarktes erlaubt. Vor allem geht es um die Volatilität der Kryptowährungen. Um die was? So, der Kryptowährungen, die sind ja sehr volatil. Obwohl die Kryptowährungen ja nicht immer tatsächlich so genutzt werden wie die traditionellen Währungen, ist es möglich, mit denen Geld zu verdienen. Also der Handelsroboter, der scannt den Markt ständig, 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche, hat ja auch keinen Feierabend wie ein Mensch oder wie ein Börsenangestellter und schlägt dann zu, automatisch, wenn er Potenzial zu einem Gewinn sieht. Was bei uns für neue Kunden gut ist, die erste Probezeit, also während des ersten Monates, erstens, wir begrenzen den Betrag, mit dem Sie einsteigen können, machen wir extra, damit neue Kunden einfach mit uns vertraut werden, sich das System mal anschauen, mal gucken, wie das Ganze funktioniert. Deshalb begrenzen wir den Anstieg mit 1.000 Euro. Also während des ersten Monates können Sie zwischen 250 und 1.000 Euro anlegen. Dieser Betrag ist auch versichert, wenn ausnahmsweise der Handelsroboter einen Verlust anhandelt, was aber nicht passiert, entsprechend bekommen Sie die Summe zurückerstattet. Wenn Sie nach dem ersten Probemonat aber mit den Ergebnissen zufrieden sind, können Sie sich entscheiden. Entweder Sie heben alles ab, drei Auszahlungsmethoden gibt es, auf dem Girokonto, auf die Bankkarte direkt und Kryptowährung natürlich ist auch möglich. Sie können einfach alles ausbezahlt bekommen oder Sie können das, was Sie gewonnen haben, in der Plattform drin lassen oder das abziehen und die erste Anzahlung drin lassen. Entsprechend auf jeden Fall während der Probezeit riskieren Sie nichts, weil wie gesagt, das Angebot mit 1.000 Euro begrenzt ist und das ist versichert. Nachher, wenn Sie sich entscheiden, etwas mehr zu investieren, ja, dann müsste ich schon mal überlegen, ein Risikofaktor kommt dazu, weil wir können ja nicht unendlich viel Geld versichern, das ist einfach. Na klar! Aber für neue Kunden entsprechend haben wir dieses Angebot, also von 250 bis 1.000 können Sie einen beliebigen Betrag anlegen und einfach mal schauen, wie das funktioniert. Wenn, wie gesagt, die Ergebnisse für Sie passend sind, können Sie weitermachen oder entsprechend dann Schluss machen. Okay, erzähl mal kurz zwischendurch. Warte mal, nicht so viel, ich komme gar nicht hinterher mit dem Mitschreiben. Das Geld ist versichert. Bei welcher Versicherungsagentur ist das? Weil ich habe gerade eine Waschmaschine kaputt. Da habe ich nur Ärger mit der Versicherung. Da will ich lieber gucken, dass das nicht wieder die gleichen sind. Das ist, Dimitri, das ist leider nicht meine Kompetenz. Wie gesagt, ich bin auch bloß ein Kontoberater. Wenn es Ihnen so genau sein muss, kann ich das versuchen herauszufinden. Ich mache mir eine Liste von Ihren Fragen, die ich nicht beantworten kann. Die anderen hoffe ich dann doch zu beantworten. Ja, und auf jeden Fall ist das ja nicht eigentlich, wird jetzt ein bisschen grob klingen, nicht Ihre Angelegenheit, wo wir das Geld versichern, weil Sie arbeiten auf unserer Plattform. Entsprechend, Sie bekommen Zugangsdaten zu der Handelsplattform, wo Sie Ihr Guthaben sehen. Und für neue Kunden haben wir auch die Möglichkeit, 10-20% virtuell Bonus gut zu schreiben. Also zum Beispiel nehmen wir an, Sie entscheiden sich positiv, möchten einsteigen mit, sagen wir, 500 Euro. Wenn Sie sich dazu entscheiden, sind bereit, die Einzahlung vorzunehmen. Wir schreiben auf Ihrem Konto 600 gut. Verstehe. Ja, wie gesagt, die Sache mit der Kryptowährung, die ermöglicht solche virtuellen Sachen. Ja, ist ein bisschen ähnlich wie Hebelhandel. Ja, kennen Sie aus der Börse Hebel? Ist ein bisschen ähnlich. Plus virtueller Bonus. Da, wie gesagt, der Handelsroboter ja ziemlich gut ist, ehrlich zu sein, können wir uns das leisten. Entsprechend bekommen Sie dann etwas mehr Gewinn. Also zum Beispiel, ja, also ich teile meistens für neue Kunden die ganze Sache in drei Basisangebote, 250, 500, 1.000, einfach damit es simpler ist. Und die 500, das nenne ich die goldene Mitte. Entsprechend, wie gesagt, wenn Sie mal versuchen möchten, können Sie das tun. Da schreiben wir 600 gut. Nach dem ersten Monat kommen Sie vielleicht ja zu dezenten Prozenten, wie gesagt. Was muss man sich denn da so vorstellen? Auf jeden Fall, grundsätzlich, so prozentual.
Ja, also also ab und zu kann man schon mit ziemlich guten Prozent rechnen, sagen wir 20, 30. Im Jahr monatlich, oder? Aber, monatlich? Aber das ist sehr selten. Im Grunde geht es um 10 bis 20, um ehrlich zu sein. Also goldene Berge verspreche ich nicht. Natürlich im Vergleich zu Zinsen, zu Prozenten in einer Bank ist das wirklich märchenhaft. Klar. Aber das ist ja der Finanzmarkt der Kryptowährungen. So funktioniert das. Wir nutzen die Volatilität aus und der Markt, der ermöglicht das. Ich denke, nach 3, 4, 5 Jahren ist damit Schluss im Grunde, weil einfach zu viel Geld als so eine Geldblase vorhanden ist. Aber ja, in dieser Zeit gibt es diese Möglichkeit noch. Hört sich gut an. Übrigens auch ein bisschen Informationen, vor allem über voraussichtliche Gewinne und Einzahlungsmöglichkeiten per E-Mail zuschicken. Dazu müsste ich aber diese E-Mail mal überprüfen, wie sie gespeichert ist. Können Sie mir vielleicht nennen? Was ist denn da eingetragen? Ich glaube, das ist schon ein bisschen her gewesen. Ich habe zwischendurch mal einiges löschen müssen, weil ich gehackt worden bin, verdammt. Uiuiui, hoffentlich wurde Ihnen nichts gestohlen. Nee, das war so, ich habe so Fehler gemacht, weißt du, ich habe so ein bisschen Computer gespielt und da war so ein Server, wo man mitmachen konnte und die Schweine sind über die IP-Adresse reingegangen. So hat mir das der Techniker dann gesagt hinterher. Aha. Ein Dreckspack. Verstehe. Am besten, dann schreibe ich mir die E-Mail einfach neu an. Können Sie mir sie bitte so nennen? Na klar, sag mal, Taube wie der Vogel. Okay, Taube. Und dann 88 at aol.com. Das von damals mit Sie haben Post. aol.com, alles klar. Gut. aol.com. Taube 88, gut. Vielleicht ein Familienname, wie ich mich an Sie wenden kann in einer E-Mail. Na klar, mein Nachname ist Bagatov. Mit V hinten. Bagatov. Richtig. Aha. Welche Abstammung sind Sie, wenn ich fragen darf? Darfst du fragen, Russe. Oho, alles klar. Wie lange leben Sie in Deutschland? 28 Jahre. Scheiße, muss erst mal recht, wir haben ein neues Jahr. Also 29. Nein, jetzt 28, darum muss ich gerade überlegen. Jetzt 28. alles nicht so einfach immer, es ist wie mit diesen Schaltjahren auch, ne? Ja, kommt einmal in jede 4 Jahre vor, ne? Ja, das werde ich mein Lebtag nicht kapieren. Oh. Glaube ich, dafür bin ich zu dumm, also ich bin Bauarbeiter. Bauarbeiter? Ja. Okay, Tiefbau. Aber Sie klingen sehr fröhlich. Das, ich habe Urlaub, Mann. Heutzutage nicht so oft. Es ist Januar, ist schlecht Wetter. Ja, weißt du, ist alles gefroren und überflutet. Was soll ich da bauen, verdammt? sind Sie irgendwo im Urlaub im Ausland? Nee, ich bin zu Hause. Ah, zu Hause, okay. Ja, ein bisschen Bude renovieren, wenn schon alles überall anders kaputt geht, ne? Kann man ein bisschen schick machen. Aha, verstehe. So, jetzt muss ich nochmal gucken. Ich habe mir, als ich mich da angemeldet habe, mal alles aufgeschrieben, was ich wissen wollte, wo ich den Zettel hier hin habe. Büro ist auch so unordentlich. Also ich würde Folgendes vorschlagen. Ich schicke eine E-Mail mit einem Link zu der Plattform, damit Sie sich ein bisschen umschauen können, wie das überhaupt aussieht. Sag mir doch gerade den Link nochmal kurz, dass wir auf einer Seite sind. Da gucke ich eben mit. Gut, mache ich gleich. Kein Problem. Irgendwas mit Edge war das weiß ich noch. Das war damals Immediate Edge, würde ich sagen. Aber genau. Immediate Edge und solche so ähnliche Sachen, das sind Werbeplattformen. Der Handel, der passiert nicht auf diesen Plattformen. Die eigentliche Handelsplattform sieht folgendermaßen aus. Ein Moment. Ja, Werbung ist ja auch eine wichtige Sache. Natürlich. Ja klar, sonst wären wir nicht zusammengekommen. Eben. Ist eben, so. Eben. So, können Sie mal kurz auf der Linie warten, bitte. Klar, ich habe Zeit, Kollege, kein Stress. Okay, dankeschön. So, Dimitri. Ja, da bin ich. Ich bin wieder zurück. Klasse. Wenn Sie das jetzt machen möchten, bitte schön. Gerne. FX Markets. FX Markets, also wie Englisch Markt, ja? Moment, so in einem Wort, dann Bindestrich. Aha. Global. Global. Global, .com. Ja. .com. Gut. Global, genau. Klasse, ja, doch, da erinnere ich mich. Das habe ich auch schon mal gesehen.
Vielleicht, okay. Aber die Plattform wurde erneuert mittlerweile. Entsprechend können Sie sich ein Konto eröffnen oder das können wir auch für Sie erledigen. Und um es etwas kurz zu fassen, ja, irgendwie zu einem Ergebnis würde ich gerne kommen, zu einem Zwischenergebnis zumindest. Können wir machen, aber ich würde das Ding gerne abschließen, dass wir loslegen können, wenn es da so die Prozente gibt. Zeit ist Geld. Aha. Gut, wenn, ja. Das sind ja. Also ich finde das gut. Feste Worte. Jetzt müssen wir nochmal klären. Warte mal kurz, bist du hektisch, Kollege? Hast du Stress? Musst du zur Mittagspause oder so? Nee. Gut. Alles gut. Gut, jetzt hast du ja vorhin gesagt 250, 500.000. Das ist irgendwie so ein bisschen wenig. Kann man doch mehr machen? Ausnahmsweise. Ausnahmsweise eigentlich nicht, oder was? Ja, wieso? Wieso? Ich erkläre es noch einmal. Wir versichern für die neuen Kunden den Betrag. Aha. Um eine größere Summe als 1.000 zu versichern, das wird uns etwas teuer. Verstehen Sie? Risiko ist immer dabei. Also ich muss das jetzt nicht alles versichert haben. Ja, aber wir haben halt so den Arbeitsvorgang, den wir erarbeitet haben. Ah, okay. Wenn Sie etwas mehr anlegen möchten, würde ich das Ihnen etwas später vorschlagen, nach der Probezeit. Weil wir möchten sicher gehen, dass den Kunden alles gefällt, bevor Sie mehr Geld anlegen. Aha. Nach der Probezeit haben Sie die Möglichkeit, entsprechend eigentlich so viel anzulegen, wie Sie möchten. Aber für uns ist es wichtig, dass Kunden zufrieden sind, ja. Dass sie eine gute Erfahrung haben. Weil das ist ja unser Ruf, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und das ist wichtig. Deshalb begrenzen wir, ja, klingt ein bisschen komisch, Sie möchten bei uns viel Geld anlegen. Ich sage Ihnen, nein, stopp, bitte legen Sie nicht so viel Geld bei uns an. Ja, ich verstehe, ist ein bisschen komisch, aber halt, das ist der Vorrang, den wir uns erarbeitet haben, weil, ja, ich wiederhole noch einmal, wir einen Ruf haben und wir möchten, dass unsere Kunden sich ja nach und nach irgendwie zu dieser Sache entscheiden. Entsprechend, dass der Höchstbetrag, den ich ausnahmsweise, ich muss dann kurz mit meinem Chef reden, anlegen ließ, wäre 2.000. Ja, verstehe. Es klingt jetzt ein bisschen auch grob. Gier ist menschlich. Ja, wir streben natürlich immer größere Gewinne an, wenn wir schon die Chance erkennen. Ja, dann möchten wir etwas mehr anlegen, um sofort etwas mehr zu verdienen. Aber ich möchte Ihnen einfach raten, seien Sie ja etwas geduldig, würde ich so sagen. Ja? Legen Sie etwas kleines wenn ich, Betrag wenn an. Wenn ich was nicht kann, dann ist es Geduld Sie, haben. ja, verstehe, aber doch am besten ein bisschen Geduld haben. Später wird es sich lohnen, glauben Sie mir. Okay. Sie verpassen nichts. Ja, okay. Sie verpassen nichts. Wir haben noch ein paar Jahre bevor mit dem Kryptomarkt, wird alles gut gehen. Gegen Frühling kommt der Bärenmarkt auf jeden Fall noch einmal. Was? Wird die Möglichkeit was der hast Bärenmarkt. Du, Bärenmarke? Bärenmarkt, Markt. Das ist, wenn die ganzen Kryptowährungen entsprechend ganz hoch laufen, ganz teuer werden. Wir haben es ja vor kurzem auch die Situation mit dem Bitcoin, der über 46.000 Dollar geworden ist. Jetzt kommt er wieder runter ein bisschen und ja, wir nehmen an, also nicht wir, unsere Analysten Aha. und die Analysten der ganzen Welt nehmen an, dass wir im Frühling den sogenannten Bärenmarkt haben. Das bedeutet, dass die Kryptowährungen ganz teuer werden für einen ja, kurzen Zeitpunkt und da werden die meisten Leute gegen Frühling werden dahin laufen, versuchen die Kryptowährungen zu kaufen, aber das ist ein Fehler. Weil wenn man auf dem steigenden Markt einkauft, kauft man sehr teuer ein. Man muss etwas warten, davor schon eingekauft haben und dann verkaufen, ganz teuer. Das wird dann seinerseits den Markt wieder beeinflussen und den Preis ändern. Und so geht es so, diese Zyklen, die verlaufen so jede anderthalb, zwei bis drei Jahre. Und ja, im Frühling können wir das erwarten. Entsprechend, wenn man jetzt einsteigt, wenn Sie einen Monat Geduld zeigen, ist das nicht schlimm. Auf jeden Fall werden Sie noch haben, bis zum Frühling, Ende Frühling, mehr Geld reinzuladen, um entsprechend dann den großen Gewinn ja
so Richtung Sommer zu bekommen. Also diese Probezeit ist einen Monat, ja? Habe ich das richtig verstanden? Genau, genau, absolut. Ach, na gut, dann kann ich ja in der Zeit mal gucken, ob das klappt, weil momentan trage ich die Kohle jeden Abend in die Spilo, Alter. Aber da hat man mit den Bitcoin-Dingern ja wahrscheinlich mehr von, oder? Nach und mit der Zeit auf jeden Fall. Ja, ist so. Ich weiß halt nicht, wohin im Moment. Und dann sage ich, hier, komm, jetzt kann man auch mal dieses... Das ist jetzt Bitcoin oder... Das ist auch von Geduld. Oder Dogecoin oder was wird das? Das wird ein ganz großes, differenziertes Anlagepaket sein. Das können Sie ganz ausführlich mit meinem Berater besprechen. Der kennt sich super aus mit Kryptowährungen. Wie gesagt, ich bin erfahren, aber ich bin immer noch Kontoberater. Ach so. Was ich Ihnen jetzt zeigen kann, also ist die Plattform einigermaßen, ja. Wenn Sie sich positiv entscheiden, ich schicke Ihnen die Bankdaten für die Überweisung oder wie Sie das machen möchten. Übrigens, was ist für Sie bequem? Traditionelle Online-Banking-Überweisung? Ja, ich mache Überweisung. Ich habe keine Kreditgeschichten oder sowas. Das ist mir alles, das kostet mir zu viel Geld. Umso besser, das ist auch viel sicherer auch für Sie. Denn eine Banküberweisung können Sie jetzt rückverfolgen, gegebenenfalls stornieren, ist kein Problem, ist absolut sicher. Warum sollte ich das machen? Würde ich sagen, keine Ahnung, es gibt Kunden, die entsprechend ja kein Vertrauen haben. Sie möchten ja einfach mal einen kleinen Betrag die starten, dann werden sie auf einmal komisch, denken sich was. Nee, passiert ab und zu, aber aha, wir sind ja bereit, alles zu erklären. Na gut. Es sind ja nur Menschen sind ja bloß Menschen auf jeden Fall, ja. So ist das. Aber jetzt muss ich nochmal fragen, was diese. Jetzt warte doch mal, Kollege, beruhig dich, du musst auch mal was fragen zwischendurch. Du hast eben gesagt hier, dass die Leute das alles dann kaufen im Frühjahr, aber was hat das mit Bärenmarke zu tun? Diese Milch da oder was? Gehört denen das? Nicht Marke, Markt. Ach so. Markt. Ich denke gerade die ganze Zeit, ich habe gedacht, was hat diese Kaffeemilch damit zu tun? Nein. Bärenmarkt, das wird so unter den Tradern genannt. Ah, also ein Insider, ne? Springende Kryptomarkt, so, das können Sie mal googeln, was ein Bärenmarkt ist. Ja, ich habe nämlich gerade Bärenmarke hier auch stehen für meine Kaffee. Was will der denn von mir? Ehrlich? Das ist aber lustig. Oh. Ja gut, aber so lernt man was, weil das werde ich jetzt, glaube ich, nie mehr vergessen. Ah ja, da sehe ich hier so Diagramme, wie die so hoch und runter gehen, verstehe. Und jetzt geht er erstmal runter dann, oder was? Also das, was Sie sehen, ist ein Demokonto, ja. Das ist eine Demonstration natürlich. Und auf jeden Fall sehen Sie durchschnittliche Werte von verschiedenen Börsensets oder Börsenwerten auf Deutsch. Aha. Wenn Sie einsteigen, entsprechend Einzahlung vornehmen, die Quittung davon bitte ich Sie als Antwort-E-Mail mir zuzuschicken. Und entsprechend die leite ich zur Finanzabteilung weiter, die verifiziert das ganz unauffällig für Sie. Unauffällig? Und, für Sie, ja genau, das meine ich. Und dann wird Ihr Konto eröffnet, bekommen Sie die Zugangsdaten, das Gespräch mit unserem Finanzanalysten, der Ihnen ausführlich erzählt, wo und was mit Ihrem Geld geschehen wird. Bekommen Sie alles erklärt, die Plattform, Trading Room und so weiter. Können Sie einfach jeden Tag reinkommen, in die Plattform beobachten, wie das Geld für Sie arbeitet, wie es ja aus einer Summe eine andere wird. Und entsprechend nach dem Probemonat entscheiden Sie sich ja dafür, was weiter passiert. Cool. Und jetzt also, ich soll das dann als Sofortüberweisung machen, oder was? Zum Beispiel, ja, wenn Sie eine solche Möglichkeit haben. Und bei den 2000 gibt es auch den Bonus, oder wie machen wir das jetzt? Ja, auf jeden Fall. Ich habe es ja versprochen, also halte ich mein Wort auch. Das ist gut, guter Mann. Wie viel Prozent habe ich geredet? Von vorhin waren wir von 500 auf 600, also waren wir bei 20. 20%, also so muss es auch sein. Von 2000 wären das 2400. Okay, machen wir. Deal. Wir legen gleich eine kurze Pause an. Ich bespreche das ganz kurz mit meinem Chef, dass er muss mir einfach sagen, ja, mach. Weil, wie gesagt, ausnahmsweise ist eine größere Summe. Klar. Aber wir bekommen das schon hin. Und in wenigen Minuten schicke ich Ihnen eine E-Mail von mir aus, von Kevin Meissner zu,
mit der Bankverbindung und nochmal die Bestätigung von dem Bonus, aha, die 400, die wir Ihnen gutschreiben. Und im Grunde können Sie heute schon das Gespräch mit dem Finanzberater bekommen. Oh, klasse. Sind Sie bereit, heute zu sprechen? Ich habe den ganzen Tag Zeit. Ich bin nebenbei ein bisschen am Aufräumen, aber dann mache ich Handy auf laut oder mache Pause. Das ist auch kein Problem. Wann wird das? Also sagen wir mal, wenn wir jetzt eine kurze Pause einlegen, ja, für die E-Mail brauche ich ein paar Minütchen. Aha. Chefbesprechung, ich denke auch, der ist ja in der Nähe, ganz im Nebenbüro. Cool. Ja, wenn das Geld, wenn Sie mir die Bestätigung zuschicken, kann ich sofort eigentlich, ja, in einer halben Stunde, in einer Stunde können Sie dann mit dem Einführungsgespräch mit dem Finanzanalysten rechnen. Passt das? Ja, doch, das passt. Haben wir. Wir haben jetzt kurz vor zwei, entsprechend gegen 15 Uhr. Ja, das passt. Ich bin da auch nicht sauer, wenn das 10 oder 20 Minuten länger dauert. Er hat ja vielleicht auch noch anderes zu tun, aber ich habe den ganzen Tag Zeit, also ganz entspannt, ja? Gut. Machen wir dann Folgendes. Ich kläre die Sache mit dem Chef für Sie persönlich. Schicke Ihnen die Bankverbindung per E-Mail. Danach telefonieren wir mit Ihnen noch einmal, weil da gibt es einen kleinen Fragebogen auszufüllen. Ein Fragebogen? Um die Datei zu vervollständigen, um in Zukunft das Angebot an Sie persönlich besser anzupassen. Ah. Und ja, eigentlich in kurzer Zeit danach schicke ich das den Kollegen, dann bekommen Sie den Anruf des Kollegen von der Finanzabteilung. Macht man das so? Das hört sich nach einem Plan an. Was brauche ich? Für Fragebogen muss ich da irgendwas haben hier? So, keine Ahnung, Meldeschein oder sowas? So weit müssen wir nicht gehen im Moment. Später vielleicht ja, weil wenn es um größere Summen geht, müssen wir auch sicher sein, dass wir Ihnen vertrauen können. Ja, weil wir hatten leider ein paar so Fälle, da haben ja so Bösewichte versucht, ein bisschen Geld zu waschen. Bösewichte? Ja, würde ich so das sagen. So nett ausgedrückt. Kommt ja vor. Wie ist das eigentlich bei euch, wenn ich da jetzt Fatty Caller mache? Ist das, seid ihr in Deutschland oder ist das im Ausland so wegen Steuern und so? Wenn Sie größere Gewinne machen und Sie denken, Sie müssen sie versteuern, können wir für Sie eine Steuerbescheinigung ausschreiben mit der Summe, die Sie tatsächlich brauchen werden. Ah, aber wenn ich kein Papierkram brauche, dann seid ihr auch nicht traurig. Genau. Guter Mann. Gut, genau, so wollte ich hören. Das ist die Möglichkeit der Kryptowährung. Ah. Die gibt es. Die hat einen Wert tatsächlich, ja, in der ganzen Welt, international, ist aber nicht zentral verwaltet. Aha. Das ist das Gute dran. Dass da keiner so gucken kann, ne, wo das alles hingeht und so. Nicht so ganz. Einerseits können alle Teilnehmer gucken, was mit den Transaktionen passiert, aber die sind ja kodiert. Man hat keinen Zugriff. Das ist gut. Und bei mir, ich würde jetzt sagen, das Investment ist jetzt für Bitcoin selber oder wird das aufgeteilt oder ist es ein anderes? Oder wie ich habe das gesehen, da gibt es ganz viele. Sie meinen verschiedene Kryptowährungen? Aha, ja, genau. Also das habe ich ja auch vorhin erwähnt. Also der Finanzexperte, der wird Ihnen einige Vorschläge machen, entsprechend wie Ihr Handelsportfolio aussehen soll. Ja, er hat eine Ahnung, er hat ständig die Hand am Puls entsprechend und weiß genau, was da passiert im Finanzmarkt und ja, wird entsprechend für Sie ein gutes Angebot machen, das ich denke aus verschiedenen Kryptowährungen bestehen wird. So ist es diversifiziert, wenn einige runterfallen, einige gehen hoch entsprechend, ja. Und im Grunde, wenn wir den Handelsroboter ausnutzen, ja, machen Sie Gewinn. Vielleicht nicht riesigen Gewinn sofort, aber auf jeden Fall. Naja, aber es hört sich ja schon nach einer Menge an. Und der Roboter würde dann quasi gucken, ist Bitcoin gerade super, dann pumpt er da alles rein und wenn der merkt, okay, das wird jetzt wieder weniger, dann zieht er das raus, oder? So muss ich mir das vorstellen, ja, oder? Ja, vereinfacht, ja. Ja, anders kann ich es nicht, ich bin ein dummer Bauarbeiter. Ich kann nicht alles wissen, dafür gibt es Experten. Ach, wo wir gerade dabei sind. Was kostet mich der Spaß eigentlich? Da haben wir noch gar nicht drüber geredet. 10% von Ihren Gewinnen. Aber nur von Gewinn. Das heißt, wenn es jetzt in die Hose geht, dann nehmt ihr mir nicht auch noch was für die Arbeit sozusagen.
Genau, genau, nein, von den Gewinnen. Deshalb sind wir auch darauf eingestellt, Gewinne zu schaffen. Das ist ja völlig legitim. So auch für uns. Wenn ich mal gucke, mein Vater hat Schuhladen, ne? Der kauft Schuhe ein für 30 Euro, verkauft für 200 Euro. Also hey, irgendwo muss die Kohle hierher kommen. Von daher ist bei euch das bessere Deal als bei Schuhladen. Also ja, versuchen Sie es einfach. Beobachten Sie, wie das Ganze abläuft. Und ja. Ich finde, das hört sich gut an. Dann machst du mir jetzt hier E-Mail fertig mit IBAN und so. Und dann schmeiße ich das rüber, schicke dir Screenshot vor oder muss gucken, wie das geht. Weil ich habe die Bank gewechselt, da war ich noch nicht drin, immer online. Und dann, weiß ich nicht, Scan, PDF, Foto, irgendwas. Irgendwas. Entweder die Quittung an sich, die in die Bank zuschickt, oder ein Screenshot davon. Beides passt eigentlich. Gut, und dann würde sich der Profi nochmal melden, ja? Zuerst melde ich mich noch einmal. Ach so, ja, du bist so Profi, ist doch gut. Noch nicht, ich bin ganz Finanzprofi. Wie lange machst du das, Bratan? Sag mal. Das wie bitte? Wie lange machst du das schon? Ich mache das seit 2 Jahren. 2 Jahre? Ich hätte mehr geschätzt. Und ich habe Bratan gesagt, so russisch Bruder, wenn du gute Kollegen hast. Weil du gibst mir ja Geld zu verdienen. Alles klar, da lerne ich auch was Neues. Ja, klar. Cool. Also ich könnte dir noch russische Schimpfwörter dabei bringen. Kannst du bestimmt bei Telefon auch gebrauchen. Aber ist nicht gut für Kunden. Eben. Ah, oh, nicht schlecht. Aber wo ist euer Büro, Blair? Wie bitte? Wo ist euer Büro, Blair? Ich persönlich befinde mich in Österreich, in Tulfes. Es ist eine kleine Stadt in der Nähe von Innsbruck. Och, noch nie gehört. Ja, können Sie mal googeln auf der Karte. Ach, ich wüsste jetzt nicht mehr, wie man das schreibt. Kleiner Dorf. Tulfes. Tulfes? Innsbruck. Das habe ich schon mal gehört, genau. In irgendeinem Film oder so, aber Österreich bin ich noch nie gewesen. Aber war auch nur aus Interesse, ich wollte da jetzt nicht vorbeikommen. Ich sitze bei Berlin, das ist zu weit weg. Oh, okay. Vielleicht schaffen Sie es mal später, vorbeizukommen. Ah, dann kriege ich aber Kaffee und Wodka. Auf jeden Fall. Guter Mann. Ja, dann warte ich gleich mal auf die E-Mail und dann mache ich das alles fertig und dann hören wir wieder, ja? Genau. Abgemacht. Klasse Sache. Deal, guter Mann. Ja, vielen Dank. Ich dachte, ich war schon kurz zu auflegen bei dem anderen Kollegen, aber den jetzt nicht schlagen oder so, ne? Okay, gut. Ich bringe ihm bei, nach und nach, wie man gut sagt. So, sitzt er daneben und hört zu? Im Moment nicht, der ist rausgegangen. Das wäre vielleicht mal eine gute Möglichkeit gewesen. In Wirklichkeit, ja. Nee, der ist nach kurzer Zeit irgendwie rausgegangen. Vielleicht hat er doch die Mittagspause, ich weiß nicht. Ich hoffe, ich habe ihn nicht frustriert. Sag ihm mal, tut mir leid, aber ich habe gedacht, das ist ein Typ vom Radio, der will mich verarschen oder irgendwas. Nee. Okay, no hate, ne? Nachher auf jeden Fall, aber okay, gut. Hast du E-Mail schon rausgeschickt oder was? Nein. Aber kommt jetzt gleich, ja? Ich muss ja ich muss auflegen, beim Chef vorbeikommen, dann schicke ich die E-Mail zu. Alles klar, Kollege, dann sage ich Spasiba, das ist russisch, heißt Dankeschön und dann hören wir nachher. Das merke ich mir auch. Guter Mann, bis nachher, ciao, ne, danke dir. Und das wird dann hier. Alles Gute. Oh, das wird ja noch richtig episch, Freunde. Ihr dürft gespannt sein auf den zweiten Anruf.